Hi und ein herzliches Willkommen heute zu einem weiteren LEGO Star Wars Magazin Review. Hier mit der Nummer 79 erscheint im Januar, also am 3. Januar 2022. Und der Grund, weswegen ich das heute schon in den Händen halte, das ist der Kleinanzeigen-Shop Schmittis Shop. Dieser Shop, der stellt das nämlich schon ein paar Tage vorher online und in dem Fall einen halben Monat, bevor das Ding eigentlich erscheinen soll. Das heißt, wenn ihr dieses Pack hier auch haben möchtet, schaut gerne bei Schmittis Shop vorbei. Ich habe euch den Link natürlich unten in die Videobeschreibung gepackt. Ich möchte aber der Fairness halber sagen, das hier ist gesponsert, also beziehungsweise dieses Magazin wurde mir eben zugeschickt von Schmittis Shop, damit ich hier drüber ein Video mache. Das heißt, ihr könnt davon halten, was ihr wollt. Ich habe aber vorher schon für ihn Werbung gemacht, weil es ein toller, toller Shop ist und ich eben von ihm jedes einzelne Mal meine Magazine gekauft habe, weil ich sie da eben so früh wie möglich bekommen konnte. Hier haben wir also den neuen oder das neueste Magazin, was rausgekommen ist. Wie gesagt, ist noch nicht mal draußen mit dem Snowtrooper. Eines der Packs, was die meisten Leute unbedingt haben wollen, gerade weil jetzt eben der UCS AT-AT draußen ist, das neue Snowtrooper Battle Pack. Und da passt eben diese Figur richtig, richtig gut dazu. Wir wollen heute natürlich schauen, ob dieses Magazin seine 4,50 Euro, die ihr dafür bezahlen müsst, wert ist. Und natürlich auch, wie diese Minifigur im großen UCS AT-AT aussieht. Also, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Unboxing bzw. auch mit dem kleinen Durchblick durchs Magazin. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich werde wie immer nicht zu viel Zeit hier mit dem Magazin verbringen, einfach nur, weil die meisten ja schon wissen, wie das Ganze aussieht. Wir haben natürlich zwei Poster wie immer mit dabei. Die sind in dem Fall nicht meine absoluten Favoriten. Die beste Crew der Galaxis, Yor und Darth Vader, sind jetzt nicht die schönsten, aber hier drüben ist noch so ein bisschen Werbung für das UCS Republic Gunship. Ja, ist okay. Ich glaube, das Beste an dem Magazin ist in dem Fall wirklich mal das Extra. Normalerweise ist ja zumindest ein gutes Poster mit dabei. Hier drin haben wir dann immer noch ein bisschen Werbung für andere Magazine. Danach kommen Comics hier drin. Da werde ich jetzt auch nicht zu genau drauf eingehen, damit ihr noch ein bisschen Überraschung habt, wenn ihr euch das Ding eben kaufen wollt. Hier drüber noch ein bisschen mehr Werbung und noch mehr Werbung und noch mehr Werbung. Hier sind die Poster, wie gesagt, nicht meine absoluten Favoriten, sind nette Poster mit dabei, aber gerade so ein 501st Battle Pack, also 501st Trooper Poster ist einfach nochmal ein bisschen cooler. Hier könnt ihr das Ganze im Abo haben, wie auch immer, hier noch eine riesige Seite mit dem großen, großen UCS Republic Gunship. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir mal wieder so eine tolle Armee hier aufbauen könnten und so ein Hyena Droid Bomber dann auch mal wieder rauskommt. Was überhaupt nicht mehr? Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Das ist irgendwie so ein Spider-Droid, glaube ich. Und dann habe ich hier so ein paar Rätsel, die man lösen kann. Das ist natürlich alles eher für Kids gemacht, nicht für Afuls, die das Ding nur wegen der einen Minifigur kaufen. Und ganz am Ende, da möchte ich jetzt natürlich auch drauf eingehen, weil es für die meisten Leute das Wichtigste ist, was man überhaupt so kriegen kann. Nämlich das nächste Extra. Und das ist in dem Fall ein Millennium Falke, der sieht auch ganz okay aus. Das Lustigste an diesem Ding finde ich tatsächlich hier drüben, haben sie kleine Dosenöffner oder die Oberseiten von Dosen genommen. Richtig fantastisch, haben wir eben zwei von diesen Dosenteilen hier mit dabei. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich das eben auch vorstellen. Das kommt raus am 29. Januar. Ich werde es wahrscheinlich dann schon ein bisschen früher in der Hand haben. Und wenn ihr bei Schmittis Shop vorbeischaut, dann habt ihr das eben auch schon ein bisschen früher in der Hand. So. Jetzt aber nach dem kurzen Durchblick, wirklich kurzen Durchblick, werfen wir einen Blick in das Extra selbst, nämlich unseren wunderbaren Snowtrooper, der mit dabei ist, für unsere 4,50 Euro. Wenn man eben gar nichts mit dem Magazin anfangen kann, hat man 4,50 Euro nur hierfür bezahlt. Und auch da können wir mal kurz das Ding öffnen. Ich weiß gar nicht, kriege ich das hier so auf oder ist das relativ unmöglich? Ich versuche ja immer, die Packung so ein bisschen heile zu lassen. Eieieiei, da habe ich aber richtig reingehauen gerade. Auf jeden Fall haben wir hier wahrscheinlich die üblichen 5 Teile mit dabei. Genau, so sieht's aus. Mehr nicht, weniger nicht. Also es ist ein normaler Snowtrooper und wir schauen uns den jetzt mal an. Und hier haben wir dann unseren Snowtrooper und das hier ist tatsächlich kein Snowtrooper, sondern eine Snowtrooperin oder zumindest eine weibliche Snowtrooper. Wir haben nämlich hier drunter ein weibliches Gesicht. Ich nehme zumindest an, es soll weiblich sein. Es sieht zumindest so aus. Und ich bin mir nicht sicher, ob das hier exklusiv ist oder ob wir das so auch im AT-AT schon mit drin hatten. Ich finde das aber sehr interessant, dass wir eben den damit bei haben. Den Helm finde ich persönlich sehr, sehr cool. Der ist auch sehr dick. Also ihr könnt schon sehen, der hat einiges an Plastik damit drin. Fühlt sich auch sehr, sehr hochwertig an. Und dann haben wir eben so einen normalen Blaster mit dabei. Gott sei Dank keinen Stud-Shooter. Aber an sich, dieser Snowtrooper ist einfach sehr, sehr fantastisch. Hat richtig coolen Print mit dabei. Kein zweites Gesicht, aber das erste Gesicht ist ja schon gut genug. Und wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, unsere Crew vom UCS AT-AT, wenn wir sie haben, oder auch unser unser Hoth Battle Pack, unser Snowtrooper Battle Pack, ein bisschen aufzufüllen. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal diesen Snowtrooper hier versuchen reinzusetzen. Boah, ist das schwierig. Also hier kommt man wirklich, ich werde ja auch noch ein Review hier zu diesem UCS AT-AT machen, aber man kommt wirklich mit den Fingern hier nicht rein. Na gut, es ist ein schlafender Snowtrooper oder eine schlafende Snowtrooperin, wie auch immer.
immer. Das ist ein weiterer Snowtrooper hier für meine Sammlung oder auch für meinen UCS AT-RT. Und ich meine, man kann niemals genug Snowtrooper haben. Gerade wenn man sich das hier so anguckt, da sind noch einige Plätze frei. Dieses Magazin ist eines der coolsten aus den letzten Monaten, weil eben mal wieder eine tolle Minifigur dabei ist und vor allem diese Minifigur auch mal brauchbar ist. Wir haben nicht irgendeine random Minifigur, die nirgendwo zupasst, sondern wirklich einen Snowtrooper, der auch zu den aktuellen Sets mit reinpasst und die wir eben dann auch mit den aktuellen Sets zusammen verwenden können. Und deswegen, ich freue mich riesig darüber und hoffe, davon auch noch ein paar weitere in den Händen halten zu können. Die sind einfach sehr, sehr cool. Schaut gerne auch, wie gesagt, bei Schmittis Shop vorbei. Er ist ein wunderbarer Kleinanzeigen-Shop und da könnt ihr eben dieses Magazin jetzt schon kaufen und euch auch Massen davon bestellen. Es sind wirklich, wirklich tolle Magazine. Ich kann es absolut empfehlen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Magazin unten in die Kommentare. Ich freue mich ganz herzlich, eure Meinung dazu zu lesen. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen, habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.